Aber so in die Ferne schauen ist schon echt schön, muss ich sagen. Auch wenn unser Charakter gerade nicht so schön ist, aber... Wir finden schon neue Sachen. Da bin ich sicher. So, auf dem Weg sammeln wir ein bisschen Holz und rote Nüsse. So. Wir lassen uns Zeit. Wir haben es nicht eilig. Wir können uns die Sachen hier anschauen. Am Wegesrand. Warum auch nicht? Was ist das hier? Rüberhüpfen. Jawohl. Klasse. Schwefel. Können wir alles gebrauchen. Wahrscheinlich. Kann man hier rein? Oh, man kann rein. Hier gibt's nur nichts. Toll. Steck dein Schwert weg. Das muss nicht sein. Okay, dann schauen wir uns die Ruinen hier noch an. Gucken, vielleicht können wir hier noch irgendwas finden. Irgendein Spezialgegenstand vielleicht. Vielleicht aber auch nix. Wäre schade, wenn das hier einfach nur so... Oh mein Gott. Küsso. Hast du mich gerade Hure genannt? Ja, hast du das gesehen? Ich kann mich wieder nicht bewegen. Das war sein Arm. Bequeme Lederschuhe. Ich bezweifle sehr, dass sie jetzt noch bequem sind, wenn ich sie mit seinem Blut besudelt habe. Aber ja, das war unerwartet. So ein Kampf. Zwischendurch einfach. Nehme ich natürlich mit, aber... Wenn ich jetzt dummerweise verliere bei so einem Kampf, ist das natürlich nicht so schön. Aber gut. That's the game. Guck mal, das ist doch schön hier. Ja, aber sonst gibt es hier nur zerstörte Gebäude, Hütten, wo man auch nicht rein kann. Okay. Ach so. Moment. Wir haben ja Schuhe bekommen. Haben wir auch. Naja, Moment, haben wir auch eine Waffe bekommen? Kreuzspeer. Filter. Ach, man kann auch filtern, weil man so viele Gegenstände hat. Das brauchen wir nicht, zum Glück. Noch nicht. Aber Schuhe. Ja, die sind echt Schrott. Wow. So feine Stiefel plötzlich. Ja, okay, ich meine, die wir anhaben, sind auch ziemlich fein. Ich nehme alles zurück. Konnten wir... Haben wir auch eine Rüstung bekommen? Oh ja, haben wir. Einfache niederländische Kleidung. Niederländische... Okay. Aber es hat jetzt nichts mit Niederlande zu tun, sondern eher mit den Ländern im niederen Bereich der Karte oder so. Denke ich. Wer ist das denn da hinten? Wer ist das? Okay, es wird rot. Heißt für mich, es sind Gegner. Kann ich mich an die Rand schleichen? Geht das? Ich probiere es mal. Wahrscheinlich nicht, oder? Oder? Oh, der sieht uns. Egal. Ihn hat's erwischt. Einer weniger. Sorry, Doggo. Alter, der Hund.
Ich kann mich nicht bewegen. Ich hasse es, wenn ich das nicht kann. Ja, warum nicht? Meerbrise Handschuhe. Sag mal, der da hinten. Du willst mir erzählen, der hat das nicht gesehen oder gehört? Tierhaut. Du willst mich doch verarschen. Was hat denn der eigentlich für ein Schwert auf dem Rücken? Alter. Okay, cool. Wo geht's denn hier hin? Okay, cool. Wo auch immer es hier hingeht, kann ich da hin? Das sieht nicht gerade so aus, als ob ich da hin kann. Oder kann ich mich hier irgendwo dranhängen? Nee, auch nicht. Hä, was soll ich denn hier machen? Ich meine, ich kann ja auch nicht fliegen jetzt, ne? Hier kann man nirgendwo hochklettern. Ja, ich würde gerne darüber, aber da komme ich nicht hin. Wie komme ich denn da hin? Übrigens, ich bin schon längst vorbei an dem Ort, wo ich eigentlich hin wollte. Die Map ist doch nicht so groß, wie ich dachte. Die Laufwege sind einigermaßen okay. Moment mal. Kann ich nicht zurück? Warum kann ich hier nicht zurück? Okay, was passiert, wenn ich hier runterspringe? Unterwassertunnel oder so? Nee, ne? Komisch. Warum konnte ich hier nicht zurück? Muschel. Klar. Okay, ist mir ein Rätsel, was ich jetzt da hinten machen kann, aber vielleicht fehlt uns ja noch irgendetwas, um das zu tun, was man da tun kann. Kann ja sein. Okay, da ist unser Ziel. Wir gehen einmal um diesen Berg herum, um dieses Gebirge oder um diesen Hügel oder was auch immer das ist hier. Und nehmen ein bisschen Holz mit. Rote Nüsse. So, ich hoffe, hier ist ein Banner. Ich brauche einen Banner. Das hier für ein Gebäude? Schauen wir erstmal hier. Hier gibt es auf jeden Fall Hühner. Wahrzeichen besucht. Der Juniten-Schrein. Cool. Gibt es da Infos zu? Junge, was ist denn für einer? Nabenushi Fuguta? Der hat einen Namen. Das ist nicht gut, oder?
alles noch okay. Noch ist er zu schaffen. Aber einen Fehler darf ich hier nicht machen. Was hat der denn gemacht? Der brennt. Okay, geht das auch wieder aus? Leg dich nicht mit mir an, Junge. Ich bin Ronin. Bisher läuft's echt gut, muss ich sagen. Oh, oh mein Gott. Wir gar nicht wissen, was passiert, wenn er uns zu backen bekommt. Fuck. Ich dachte, oh mein Gott! Ein Flüchtigen besiegt. Was heißt das? Flüchtige, die sich vor dem Shogunat verstecken, können im ganzen Land gefunden werden. Kannst die Position von Flüchtigen einsehen? Okay, besiege Flüchtlinge oder Flüchtige, nicht Flüchtlinge, um Belohnung von Regierungsbeamten zu erhalten. Okay. Da du auf diese Weise dem Frieden dienst, kannst du so deine Bindung zu den jeweiligen Gebieten stärken und dazugehörige Einrichtungen und Missionen freischalten. Stärke die Bindung weiter, um weitere Segen erhalten zu können. Ja, bitte. Junge, wir haben den vernichtet. Winterholzschuhe des Heimatdorfs. Okay, cool. Das war ein harter Fight. Aber wir haben es geschafft. Natürlich. So, finde ich jetzt hier auch irgendwas oder... Oh. Okay. Noch sehe ich hier nichts. Ist das irgendwas? Hier gibt's gar nichts? Moment mal, was? Hier muss doch was geben. Klar. Ich zerstöre einfach alles, wenn es nichts gibt. Hä? Schatztruhe. Es gibt eine Schatztruhe hier. Aber ist hier außen? Okay. Schon gut. Schon gut. Stirnband des Gefolgsmanns erhalten. Wertvoller Sake. Samurai-Handschuh. Alter, was? Wie viel Stuff gibt's denn hier? Wir haben ja erstmal einen Säbel bekommen. Den kann ich direkt mal verkaufen. Säbel aus geschwärztem Silber. Auch den verkaufe ich. Der ist auch Schund. Oh. Mechanisches Steinschloss. Ja, das muss ich ausrüsten. Das muss ich ausrüsten. Stirnband des Gefolgsmanns. Großartiger Schwertheiliger. Stärkungseffekt. Ja, absolut. Ja. Was soll ich sagen? Okay, ich bin froh, dass das hier... ich bin froh, dass das hier keine besseren Stats hat. Weil ich hätte schon gerne irgendwas, was zu mir passt. Das wäre auch nicht so schlecht. Aber das verkaufe ich alles. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier den hier. Oder die langen Arbeitshandschuhe. Meeresbrise. Handschuhe oder die langen Arbeitshandschuhe. Oder Samurai-Handschuhe. Oh, hier, großartiger Schwertheiliger. Da haben wir schon einen Teil. Das heißt, wir haben jetzt Kampffertigkeits-Ki-Angriff höher und Ki-Angriff an sich, Konterfunke, auch höher. Ja, ich glaube, so Set-Dinger sind schon wichtig hier in dem Game, oder? Glaube ich.
Okay, die Dinger brauche ich absolut nicht. Flaschenkürbis. Was? Seltenheitsgrad. Was? Accessoires. Wo sieht man diese Accessoires? Oder sieht man die nicht? Schal der Zwillingsklinge, ja. Erlittener Schaden geht runter. Zielgeschwindigkeit. Okay, mit dem. Ich glaube, das hier wäre sinniger, oder? Erfahrungsgewinn. Ich nehme das hier. So, im Inventar haben wir auch wertvollen Sake. Schenke das jemandem, der schmackhaften Sake mag und stärke so seine Bindung zu dieser Person. Oh, das ist ein Geschenk. Cool. Ah, oh, das ist eins der Geschenke. Ah, ich verstehe. Ja, das ist natürlich cool. Hier haben wir noch nichts Neues. Okay, das ist echt cool. Mag ich. Aber war das alles hier? Das war, glaube ich, tatsächlich alles. So, aber was ist das hier? Kipp der Boote. Nur bei Nacht. Aber ist da mitten im Meer, oder nicht? Gesperrt. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Ach, hier ist das. Ja, okay, da kommen wir ja nicht drüber. Warum auch immer. Das ist aber gesperrt. Bist du sicher? Man kann doch hier hoch. Das probiere ich mal. Auch wenn da steht gesperrt. Vielleicht ist es ja nicht gesperrt. Oh, cool. Da kann ich hoch. Geil. Ist das da eine Kiste auf dem Dach? Das ist eine Kiste, ne? I'm sorry. Aber das muss ich mir geben, natürlich. Ich dachte, wir haben alles. Wie komme ich denn da hoch? Vielleicht gibt es hier auch was? Nein. Hier gibt es nichts. Wie komme ich da hoch? Kann ich hier vielleicht hoch? Oder hier? Nein, nicht runter, Mann! Hier kommt man nirgendwo hoch. Da kommt man nicht hoch. Okay, könnte ich von da oben runterspringen? Ist das möglich? Ich muss solche Sachen ausprobieren. Ich bin neu hier. Hallo, einmal hoch bitte. Danke. Ich glaube nicht, dass wir da hoch können, oder? Also da hochspringen, drüber springen können. Uff. Das ist unser Tod. Das wird unser Tod sein, aber da ist eine Kiste, das. Ja, wir haben ein bisschen Leben verloren, aber das regeneriert sich, habe ich gerade gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hoch soll. Vielleicht fehlt uns noch was. Irgendein Gegenstand oder irgendein Hilfsmittel. Wir werden es noch herausfinden. Das werden wir sicherlich. So, erstmal hier lang. Mal gucken, was es hier so gibt. Das soll ja gesperrt sein. Mal gucken, wie gesperrt das ist. Seid ihr Freunde? Ihr seid Freunde, okay. Hey, na? Hola. Wollt ihr ein Geschenk von mir? Ich hab geilen Sake. Von hier kommen wir niemals darunter. Nee. Never. Vielleicht von der Klippe da. Auch das würde ich jetzt nicht. Würde ich nicht drauf wetten. Dass wir da irgendwie hinkommen. Hey, ich dachte, das ist gesperrt. Offensichtlich ist das nicht gesperrt.
Jetzt ist es entsperrt wahrscheinlich. Wir müssen das immer wieder... Okay. Karma umgewandelt. Fertigkeitspunkte. 2 Stück bekommen. So, kommen wir von hier irgendwie... Huh. Okay. Wie komme ich da runter? Von hier? Will ich das jetzt versuchen? Nein. Eigentlich wollte ich ja dahin, ne? Okay, wenn wir schon mal hier sind. Stoffhandschuhe? Hä, wo habe ich die denn jetzt her? Wo habe ich die Stoffhandschuhe jetzt her? Habe ich die einfach aufgesammelt? Das ist wahrscheinlich dieser Schrein, oder? Beten. Was gibt's da? Verehren. Fertigkeitspunkte plus 1. Besuche Schreine in verschiedenen Gebieten, um Fertigkeitspunkte und Segen zu erhalten. Um deine Bindung zu dem Gebiet zu stärken. Ja, perfekt. Wir haben jetzt 3 Fertigkeitspunkte. Die würde ich gerne verbraten. Und zwar für den Schaden von kritischen Treffern. Um 2%. Ja, das sollte ich tun. Hallo? Und hier unbewaffnet. Ja, das brauche ich nicht. Blitzangriff weiß ich nicht. Stelle stärkende Gegenstände her. Herstellen von brennbaren und leuchtendem Pulver. Wo kann ich denn Heilgegenstände? War das hier? Für Negativstatus. Stärkende Gegenstände. Herstellen von Kraft, Ausdauer, Anti-Ki-Ki, Wirkstoffen. Ausweichender Schuss. Während du ausweichst, Handfeuerwaffe. Ah, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Von Medizin. Von Löschpulver, ach so, Tabletten, Antilien. Weißt du was, wir nehmen das hier. Abfeuern, während wir ausweichen. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Wir probieren es. Bindung. Was für eine Bindung haben wir jetzt abgeschlossen? Nichts. Oh, Moment. Doch, doch, hier. Yamate. Öffentliche Ordnung. Haben wir 2 von 2. Oh mein Gott. Wir müssen überall 100% schaffen. Katze, 1 von 2. Schande über mein Haupt. Was ist denn da los? Wir haben noch einen Flüchtling. Das ist dieser goldene Flüchtling. Flüchtling. Sorry. Flüchtige. Und wir bekommen dafür diese Belohnung da unten. Gar nicht so schlecht. Geschicklichkeitspunkte. Super Anti-Key-Wirkstoff. Aber wie... Ja, wie kann ich es schaffen, dass wir die Uhrzeit verändern, dass wir die Tageszeit verändern? Wie geht das? Oh, Moment, lag hier noch nicht irgendwas? Ja. Wie kriege ich die Tageszeit geändert? Gips. Wir haben Gips aufgenommen. Um Bambusblatt. Da kann ich ja wahrscheinlich hinschwimmen, oder? Vielleicht bekommen wir ja dann den Tipp. So von wegen, hey, wenn du die Tageszeit ändern willst, musst du dies tun. Oder das. So, auf dem Boot ist nichts. Ich meine, das ist ein goldener Gegner. Ich weiß nicht, ob wir den hinbekommen, ne? Warte mal. So. Oh, hier ist ein Seil. Haben wir gar nicht gesehen. Okay, an dem Feuer können wir nichts machen. Toll. Hier ist noch ein Seil. Noch weiter hoch. Was ist das?
Hier geht's noch weiter. Okay. Ja, klar. Flintstein und Stahlset. Gelber Lotus, Bambusblatt. Cool. Ist das der Ort? Das ist der Ort. Details. Säbel, britisches Training, Anfänger. Starker Gegner. Moment. Wo kann man denn? Kann man hier irgendwo? Menü schließen. Kann man die Zeit nicht ändern? Wurde nur bei Nacht gesehen. System. Nö. Enzyklopädie wird es nicht sein. Bindung kann ich nichts ändern. Kampfstil. Attribute. Ausrüstung auch nicht. Mission. Erklärung. Aktive Mission wechseln. Standort auf der Karte prüfen. Nee, können wir nicht. Vielleicht können wir das später. Vielleicht können wir das später. Hier haben wir auf jeden Fall alles. Kann ich hier einfach hin? Schnell reisen? Es muss hier irgendwo noch eine Katze geben. An diesen Ort reisen. Ja. Das ist natürlich cool. Normalerweise mag ich keine Schnellreisefunktion, aber hier macht es Sinn. Weil wir hier alles schon gesehen haben. Ich denke mal, dass uns die Katze angezeigt worden wäre. Wir gehen mal in diese Richtung. Einfach nur, weil es geht. Vielleicht finden wir auf dem Weg die Katze. Das wäre doch schön. Und vielleicht finden wir auch neue Sachen. Aber unser Hauptziel ist immer noch Yokohama, Freunde. Yokohama. Oh, Moment. Natürlich. Ich bin echt schlau. Das hätte ich auch vorher machen können. Hey, Nadu? Vom Pferd steigen, Kreis. Ja, ja, die zerdeppern einfach alles hier. Wir zerdeppern einfach alles. Da ist die Katze. Wie ich mich über Katzen freue. Ich meine, ich weiß immer noch nicht, warum es sowas gibt hier, aber wenn es sowas gibt, tun wir es. Okay, sehr gut. Katze gefunden. Gesamt zwei. Und wir haben eine Katze dazu bekommen. Vielleicht sind die jetzt bei uns zu Hause. Kann das sein? Ist das möglich? Okay. Starke Gegner anwesend. Stufe 6. Och, du Scheiße, Mann. Willst du mich verarschen? Was ist hiermit? Hier steht noch gar nichts. Yamate Ishikawa. Wir versuchen es mal. Warum nicht? Kann ich von hier oben auf mein Pferd steigen? Ah, schade. Das wäre cool, wenn das jetzt gehen würde, aber nein. Leider ist unser guter Protagonist nicht in der Lage. Blumenzwiebel haben wir aufgesammelt während dem Reiten. Auch das ist also möglich, sehr gut. Das vereinfacht uns das Spiel extremst. Mal gucken, ob wir diesen starken Gegnern gewachsen sind oder eben nicht. Wahrscheinlich sind wir es. Denn wir sind der Protagonist. Ich gucke immer mal wieder in der Gegend. Hier sind 90 Metern haben wir so ein... da soll ich vielleicht zuerst hin. So ein Banner. Falls wir sterben, falls. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jemals nochmal sterben in diesem Spiel. Dann können wir von hier wieder starten. Das wäre doch ganz nett. Es sei denn, hier sind schon Gegner. Nein, das sieht nicht danach aus. Hey Freunde, ich bin's. Der Protagonist. Wir müssen hier rum. Quatsch, wir müssen da hoch. Wie komme ich da hoch? Sehr gut. Schneller klettern. Ein
einmal anmachen, bitte. Yamate, Stufe 1 entdeckt. Wir berühren direkt mal das Banner. Was aber nichts ändert, glaube ich, ne? Ja, und so. Autsch. Das tat weh, aber unsere Gesundheit wird ja wieder aufgeladen. Von daher alles so gut. Haben wir jetzt irgendwas hier befreit? Haben wir. Junge, ich mit meinen Katzen, ey. Das wird hart. Das, ja. Aber gut, ich meine, wir müssen. Freunde, das Spiel sagt, wir müssen Katzen finden. Wir werden Katzen finden. Sowas von. Da bist du ja schon. Streicheln. Ja. Ja, ganz genau. Oh. Süß sind sie ja. Und tschüss. Katze gefunden. Das ist echt. Junge, Pferde, aber echt schnell. Schnell. So, jetzt gehen wir aber Richtung diesen vermeintlich starken Gegnern. Da bin ich mal gespannt, was die so drauf haben. Wahrscheinlich nichts. Wir können die zerstören. Vernichten werden wir sie. Ihr werdet sehen. Die haben keine Ahnung, was da auf sie zukommt. Besiege 11 Gegner. 5 würdige Gegner. Fug. Okay, wir fangen hier an. Wir fangen hier mal an. Ich hoffe, dass wir das im Stealth einigermaßen hinbekommen. Wahrscheinlich aber nicht. Wie ich mich kenne. Okay, das über schwierige Gegner. Gegner, die eine höhere Stufe als der Protagonist haben, werden mit unterschiedlichen Farben über ihren Köpfen markiert. Gelb markiert würdige Gegner. Sei wachsam, wenn du dich ihnen stellst, denn der Kampf wird sicher nicht leicht. Rot markiert Gegner, gegen die du chancenlos bist und die du auch deshalb besser meiden solltest. Sind hier rote Gegner? Da ist ein gelber. Oh, fuck. Sind hier nur gelbe? Das wird nicht gut enden für uns, nicht wahr? Starker Gegner, mein Arsch. Das war gar kein Problem für uns. Wir sind halt Experte. So, einmal hier hoch. Wo sind die denn? Da ist einer, da hockt einer. Uiuiuiui. Okay, ich bin weg. Tschüss. Nein. Okay, verfolgen die mich? Ja, ich glaube nicht. Oh, da kann ich hoch. Sehr gut. Ja, die sind natürlich jetzt ein bisschen aufgewühlt. Ich sollte mich ein bisschen außerhalb bewegen. Vielleicht bringt das ja was. Moment mal. Wir sind ja auch zwei. Alter, willst du mich verarschen? Der ist nicht mal gestorben. Blutrache begonnen. Oh nein. Oh nein. Okay, ja gut, der ist ein bisschen außerhalb. Ein bisschen außerhalb. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Wo ist denn mein Blutrachengegner? Sieht man den auf der Map? Okay, das sollte ich vielleicht wegtun. Hier ist er. Starker Gegner. Na toll. Jetzt muss ich mir auch so einen Pappenheimer aussuchen als starken Gegner. Ist doch scheiße. Okay, der guckt in unsere Richtung, ne?
Ja, tut er. Chester. Hoho, Zohoda. Okay, wenn ich ihn mit so einem kritischen Angriff erwische, von hinten oder von oben, dann sollte mir das hinbekommen. Ich probier's. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Blutrache, ne? War das richtig? Das war doch richtig, oder? Hey, Moment, kommt mal zurück. Was ist denn mit euch? Ihr Feiglinge. Alter, der kam mit einem 100 Kilometer Anlauf und ich hab's trotzdem nicht hinbekommen. Die hauen schon wieder ab. Nimm deinen Scheiß. Der hat's hinter sich. Sag mir nicht, oh. Blutrache begonnen. Ich hasse es. Jedes Mal, dass ich hätte einfach abhauen sollen. Das ist auch. Ich will halt meine Erfahrungspunkte nicht verlieren. Aber die sind schon echt hart. Wenn die alle Gold sind hier in dem Camp, dann wird das nichts. Es sind fünf. Es sind fünf härtere Gegner in diesem Camp. Okay. Und die beiden sind schon würdiger? Ja, einer von denen auf jeden Fall, ja. Oh, fuck. Oh, seh nix. Fuck, Mann. Ja, der ist einen Rang höher, deswegen. Man sieht's an den Abzeichen. Hast du das gesehen, Kollege? Okay, weißt du was? Hau ab. Gar keinen Bock. Die sind zu hart. Die sind absolut zu hart. Vogel, Pferd, komm mit. Wir müssen nach Yokohama. Erstmal. Wir kommen hier wieder. Wir kommen wieder. Alter, was ist hier los? Was ist das für eine Gegend hier? Schnell weg hier. Aber ist hier nicht noch irgendwo so ein Dorf gewesen? So ein. Nee. Doch hier. Öffentliche Ordnung, Stufe 1. Ach, hier ist Stufe 1. Aber warum ist denn hier? Der Sklavenhalter, okay. Ja, das ist eine krasse Gegend, glaube ich. Ja, gut. Müssen wir halt durch. Müssen wir halt durch. Wir kommen wieder. Was ist das da hinten? Oh, weh. Hier komme ich wohl nicht weiter. Was ist denn mit dir los, Kollege? Kann ich mit dir reden, während ich auf dem Pferd bin? Nein. Streitigkeiten zu schlichten oder Menschen zu helfen kann Zufallsbegegnungen mit Menschen eines Gebietes auslösen, wodurch deine Bindung zu diesem Gebiet gestärkt wird. Hallo, kann ich... Hä, kann ich nicht mit dem reden? Hat der nicht gerade geredet? Oder ist es tatsächlich da drüben? Hm.
Da haben wir wohl unser nächstes Opfer. Wer zur Hölle bist du? Das wirst du schnell genug erfahren. Dein Tod! Das war sein Arm. Bambusblatt haben wir bekommen. Schön. Na, Pferd, alles klar? Okay, aber was war das jetzt? War er das, der uns gerufen hat? Was ist das für eine Riese? Schlimmer Zeitpunkt. Nicht sterben. Oh fuck, ich hab keine Energy mehr. Ich wollte zu viel. Ah, ich dachte, diese Begegnung hier, das hat irgendein... Man redet mit den Leuten. Ich reite einfach drauf los. Das ist ja... Habe ich nicht so recht verstanden. Aber jetzt weiß ich's. Also wenn ich dieses komische Zeichen hier sehe, dann heißt das nichts Gutes. Und er hat auch noch geredet, weißt du? Oh weh. Hier komme ich wohl nicht weiter. Nein. Man kann nicht mit ihm reden. Okay, Freunde. Freunde, ich muss euch leider sagen, jetzt bin ich besser vorbereitet auf euch. Oh, so ein fettes Schwert jetzt. Guter Schuss. Da haben wir wohl unser nächstes Opfer. Zur Hölle bist du. Der hat uns echt erwischt. Wenig Ki. Das war sogar der, den wir erledigen sollten, ne? Schwertpaar des Grünschnabels haben wir bekommen. Sehr gut. Okay, aber was heißt das jetzt? Hier war doch dieses Banner-Ding. Vielleicht muss ich ja jetzt zurück zu den Leuten, die da hinten gemeckert haben. Ich weiß es nicht. Maybe?
Ach, jetzt kommt er da durch. Toll. Ganz tolle Wurst. Okay, haben wir geschafft. Ich guck mal, was hier oben ist. Ob die vielleicht irgendwas noch zu sagen haben. Offensichtlich nicht. Hier ist auch keine Katze. Okay, ich würde gerne da hoch wegen diesem Banner. Denn da oben gibt es ein Banner. Und ich hoffe, da sind nicht irgendwelche dunklen Gestalten, die mir ans Leder wollen. Aber höchstwahrscheinlich ist das der Fall. Moment. Moment, ich komme sofort wieder. Bin sofort wieder da. Oh, doch nicht. Scheiße. Wie komme ich denn hier hoch? Komme ich hier nicht hoch? Muss ich jetzt echt gegen die kämpfen? Okay. Kommt her, ihr Feigling!